Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Survival Podcasts Bush Talk mit John Salutz und Lars Konarek. Wir begrüßen euch ganz herzlich und freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder zugeschaltet habt. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch, nämlich Survival in den Medien. Und da hatte John und ich eine Menge zu erzählen, da wir in der Vergangenheit und auch aktuell, John ein bisschen mehr als ich, für die Medien arbeiten. Und wir gehen in dieser Folge auch mal auf ein Erfolgsformat auf der Videoplattform YouTube ein, das derzeit durch die Wende geht, was auch die Klickzahlen betrifft. Und dazu möchten wir uns auch mal hier ein bisschen mit unserer Meinung streuen und dass ihr auch mal hört, was wir davon denken. Und genau, wir haben noch ein paar kleine Geschichten mit in diesem Podcast drin für euch und es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Entschuldigung, lieber John, ich war unhöflich. Du konntest noch gar nicht Hallo sagen, also hiermit an dich das Wort. Hallo, herzlich willkommen zu diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich, wieder hier zu sein bei dir, lieber Lars. Und ja, liebe Hörer, es wird ein spannender Talk. Und vorweg, es ist unsere Meinung, unsere Ansicht zu den Dingen. Und das ist nicht die richtige, die einzige und die allumfassende, sondern einfach unsere Meinung. Es freut uns, wenn ihr so offen seid und uns zuhört, unser Gespräch verfolgt, denn wir machen das für euch. Wir möchten euch teilhaben lassen, auf natürlich immer wieder auch Wunsch von unseren ehemaligen Teilnehmern oder noch Teilnehmern in unseren Kursen, die einfach sagen, hey Lars und John, ihr solltet einfach wieder mal mit ein bisschen Talks kommen. Ja, lieber Lars, ich gebe zurück an dich. Dankeschön. Gerne. Survival in den Medien ist ja durchaus immer wieder mal ein Thema und so wie wir nach unserem Revue passieren, von unserer Erinnerung her, das Survival beurteilen können, gab es ja damals auch schon in den 80er Jahren zum Beispiel, kann ich mich erinnern, wurde mal eine Reportage über Rüdiger Neberg gezeigt, immer mal wieder, aber das Survival-Thema war ja immer so ein bisschen stiefmütterlich und wenn man da tiefer in die Materie einsteigen wollte, gab es ja leider nur medial gesehen relativ wenig und man war natürlich auf die Sendezeiten der öffentlich-rechtlichen Sender angewiesen, also da gab es keine Survival-Formate, die man jetzt wie heute auf D-Max sieht, wo tatsächlich Leute dann ausgesetzt werden, sich durchschlagen müssen, da hätte man glaube ich früher von geträumt, bei euch auch so in der Schweiz, oder? Ja, auf jeden Fall, ja, das Internet hat schon viel Neues gebracht und vor allem dann das Pay-TV da. Genau. Ja. Ja, und daher war das früher gar nicht so richtig auf dem Schirm, wo man sich ein bisschen informieren konnte und Skills gewinnen konnte. Das war so die ein oder andere Survival-Literatur oder vielleicht hatte man das Glück beim Militär eben den richtigen Lehrgang mitmachen zu können, obwohl der im Nachhinein gesehen, ich habe diesen Lehrgang auch gemacht, den Einzelkämpfer-Lehrgang, den ersten Teil und das war ja mehr schlecht als recht. Heute ist das Militär da viel besser aufgestellt, bekommt man viel mehr Skills, die tatsächlich das Überleben betreffen. Und dann war lange, lange nichts, was jetzt irgendwie einem geholfen hat, seine Fertigkeiten draußen zu verbessern. Auch der Literaturmarkt war sehr begrenzt und überschaubar, obwohl es da schon auch in den 60er Jahren das ein oder andere gute Überlebensbuch gab. Aber irgendwann wurden die halt nicht mehr gedruckt, Verlage sind pleite gegangen oder irgendwas anderes ist passiert. Und dann war dann mal Ruhe im Schacht. Dann kam ein Erfolgsformat auf D-Max, ein Engländer, den ihr alle kennt. Und vielleicht, John, erzähl mal ein bisschen, was du so über den Mann weißt. Wie die meisten vielleicht wissen, wir sprechen hier von Bear Grylls. Das ist ein englischer Ex-Soldat, der eine spannende Karriere hinter sich hat, gerade halt dann mit diesem Format gleichnamig Bear Grylls, was auch immer er da für verschiedene Sachen gemacht hat. Ich sage immer, Bear Grylls ist ein guter Freund von mir. Also ich kenne ihn, aber er mich nicht, aber er macht Werbung. Und das ist das, was auch hinter dieser Doku steht oder respektive hinter diesem Format. Das ist eine Unterhaltung, eine Unterhaltungssendung,
die dem Zuschauer suggeriert, wie man überall auf dem Planeten mit dem richtigen Wissen überleben kann. Genau, und ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten über dieses Format. Lars, du hast sicher auch diese einen Sendungen oder die andere Sendung von Bear Grylls gesehen. Was hältst du von dem Content, den er da in die Welt aus, wie sagt man dem, nicht schmeißt, sondern streut? Streut. Herzlichen Dank. Also erstmal finde ich das Format von der Idee her absolut gelungen und es ist ja auch nicht umsonst ein Erfolgsformat, was in die ganze Welt verkauft worden ist. Also der Produzent, der hat sich dumm und dämlich verdient, zu Recht. Und auch der Hauptprotagonist, Bear Grylls. Man muss es meiner Meinung nach aus zweierlei Hinsicht beobachten oder bewerten. Die erste Ansicht, die hast du ja schon ein bisschen angedeutet, finde ich, ist das Format aus, wie sagt man, waldpädagogischer Sicht oder aus gesellschaftlicher Sicht zu beurteilen. Das heißt, welche Wirkung hat das Format auf die Leute? Und die zweite wäre halt eben die fachliche Meinung. Mhm. Welche fachliche Qualität hat dieses Format? Und das sind zwei Paar Schuhe und das muss man trennen können. Genau. Und da habe ich natürlich Meinungen zu. Und dass das Ganze vielleicht auch mal aus Schweizer Sicht geschildert wird. Wie ist denn deine Meinung zu diesen zwei, ja, sagt man, Ansichten? Absolut, ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt. Es gibt immer verschiedene Ansichten, wenn man was analysiert oder verurteilt. Ich sehe auch diese zwei Aspekte. Einerseits, was die ganze Staffel Bear Grylls mal macht, es macht Aufmerksamkeit in Bezug auf die Natur, rausgehen, sich wieder selbst spüren, was brauche ich, um zu überleben. Das ist sicher ein gutes Mittel, um die Leute wieder rauszubringen. Und das hat er geschafft. Und ich glaube, das ist auch das, was ich ihm sehr hoch anrechne, dass er die Leute wieder nach draußen bringt, in den Wald ein Messer zu kaufen, wieder mal was zu schnitzen, versuchen, ein Feuer zu entzünden und so weiter. Das ist mal der sehr spannende und gute Teil. Für uns natürlich auch, es ist ein Werbeträger im Sinne von, die Leute sagen, ah, sie war schon mal eine gute Geschichte, was kann ich da tun? Und wenn man das dann natürlich googelt, kommt man auf Survival-Schulen und kann sich dementsprechend im Kurs halt da dann weiterbilden. Der zweite Aspekt von wegen dem Fachlichen, da wird natürlich mein Ohr auch immer wieder mal angeknabbert, weil ich sagen muss, es ist wirklich eine Unterhaltungssendung und keine Fachsendung. Und es wird viel Falschwissen kommuniziert, was im normalen Leben, also wenn es wirklich ums Überleben geht, absolut tödlich ist. Und das ist halt nicht das, was der Endverbraucher dann in der Natur auch in einer Notsituation tun sollte. Ja, stimme ich dir vollkommen überein. Ich finde es bemerkenswert. Ich hatte, als Bear Grylls seinen Boom da hatte, so, ich sag mal so 2010, 2012 ungefähr, habe ich extrem viele Kursteilnehmer gehabt, die tatsächlich von diesem Format angesteckt worden sind und die gesagt haben, hey Mann, ich will jetzt raus, ich will Abenteuer. Die haben dann tatsächlich gebucht und haben das auch im Wald mitgeteilt, dass das Format sie eben dazu gebracht hat, in den Wald zu gehen. Und das fand ich schön. Ja. Ich glaube nicht, dass diese Menschen sonst so eine Initiative entwickelt hätten aus eigenem Antrieb heraus. Wir wissen ja, wie Menschen ticken so. Ja. Manche brauchen halt eben immer so einen Tritt in den Arsch, so sage ich mal oft auf Deutsch. Ja. Vielleicht auch hintenrum. Und das hat das Format ja geschafft. Und das finde ich schön und begrüßenswert. Und das hat ja kaum jemand anderes geschafft, außer jetzt vielleicht damals Rüdiger Neberg, der vielleicht auch mit seinen Abenteuern Leute inspiriert hat, aber so in dieser Taktung, in dieser Häufigkeit und Regelmäßigkeit und dieser Intensität, glaube ich, hat der Engländer hier echt gute Dienste geleistet. Und absolut, das ist was, wo ich sage, das ist würdigungswert. Ja. Aus der fachlichen Sicht rausgesehen, sieht man natürlich viele Sachen, wo man als Überlebenstrainer ins Grübeln kommt. Also bei denen man wirklich denkt, naja, würde ich jetzt nicht so kommunizieren, würde ich nicht so durchführen, dann ist auch vielleicht teilweise falsch. Und vielleicht erinnerst du dich, es gibt ja eine Folge, das habe ich auf YouTube gesehen, da bohrt er ein Feuer.
Also für die Neulinge, die jetzt noch nie mit der Survival-Materie zu tun haben, es gibt ja mehrere Arten, ein Feuer zu erschaffen. Entweder schlage ich ein Feuer, indem ich irgendwelche Steine aneinander schlage, fange die Funken auf einem feinfaserigen Material auf, was dann anfängt zu brennen. Das ist übrigens auch eine sehr alte Feuermachmethode. Oder ich erzeuge Reibungsfeuer, entweder durch Rotation oder durch eine andere Reibung. Und durch diese Reibung, man verreibt Hölzer aufeinander, dann entsteht eben Hitze, es entsteht ein Reibungsstaub und dieser Staub fängt dann, wenn man das richtig macht, die richtige Holzkombination hat und die richtige Energie anwendet und letztendlich auch ein bisschen Glück hat, dann fängt dieser Staub an zu klimmen und man kann diesen klimmenden Holzstaub dann tatsächlich auf ein brennbares Material übertragen und hat dann ein Feuer. Also beim Feuerbohren ist es so, das macht man entweder mit den Händen, zwischen den Händen hat man ein rundes Holz gelagert, so einen Stab, den man dann auf einem anderen Holz verbohrt. Oder man hat eben einen Bogen, in dem dieser runde Stab eingelassen ist und mit dem man dann mit dem Bogen die Rotationsbewegungen erzeugt. Und beim Engländer war das in einer Folge so, dass er tatsächlich bohrt und durch den Bohrprozess können ja tatsächlich nur feiner Staub, feinen klimmender Abriebstaub entstehen. Es entsteht niemals Glut, also Glutstücke, die jetzt so Millimeter bis 5 Millimeter dick sind. Und bei einer Folge sieht man tatsächlich, wo er Feuer bohrt. Und das Resultat ist, um das Bohrloch herum liegen dann verteilt glühende Stücke, grobe Klumpen sozusagen, was natürlich fachlich absolut falsch ist und was auch zeigt, dass hier etwas gefaked wurde. Ja, das Gute ist ja, dass Bear Grylls das auch kommuniziert, dass er wirklich Entertainer ist und kein Survival-Trainer. Er hat natürlich verschiedene Skills, die er in so einer Serie zeigt von Profis, also da seine Haupt-Survival-Trainer, wie halt dann die Lokalen von je nachdem, in welchem Gebiet er ist. Aber gerade wenn es um sowas geht, so eine Grundtechnik wie das Feuerbohren, wenn du da bescheißt und dann noch schlecht bescheißt, das ist halt schon, ist denkwürdig. Ja. Sehe ich genauso. Klar, es ist natürlich, letztendlich spielt es für den Betrachter weniger eine Rolle, weil der vielleicht nicht diesen fachlichen Hintergrund hat wie wir, aber aus Überlebenstrainer technischer Sicht ist es natürlich grenzwertig. Und dann gab es auch noch eine Folge, da raubt er einen Bienenstock aus und man sieht ihn dann, das kennst du auch, gell? Genau. Wo er dann komplett mit verstochenem Gesicht und mit kleinen Schlitzaugen, weil wirklich Ober- und Unterlid so geschwollen ist, dass er nichts mehr draus sieht, da in die Kamera grinst. Und das sind natürlich auch Sachen, wo man vorsichtig sein muss, wenn man die nachmacht, weil die spielen im Überlebenskontext eine schlechte Rolle, weil das Risiko-Nutzen-Verhältnis einfach dermaßen schlecht ist. Und wenn man einen Bienenstock ausraubt, manche Leute reagieren bereits auf einen Bienenstich extrem allergisch. Und wenn ich dann so einen anaphylaktischen Schock bekomme, also die höchste allergische Reaktion, die der Körper überhaupt machen kann, und fall dann ins Koma, dann ist mir nicht geholfen. Und du weißt es ja selbst, gell? Auch wenn man einen Bienenstock ausraubt, dann kommt ja nicht nur eine Biene, sondern die kommen alle. Ja, genau. Also das ist vor allem die Drohnen oder die Kämpfer, die kommen und machen dich kaputt, weil sie halt in ihrem Überleben herausgefordert sind und bedroht fühlen. Und das ist, wie du gesagt hast, die Risiko-Nutzen-Abwägung ist im Survival unumgänglich. Und in diesem Format gibt es einfach auch unter anderem, wenn man zum Beispiel die Nahrungsbeschaffung von Bear Grylls anschaut, er frisst grundsätzlich jedes Insekt oder jedes Tier roh. Und das ist einfach aus fachlicher Sicht absolut falsch, viel zu gefährlich für irgendwelche Parasiten zu kriegen oder sonst irgendwelche Vergiftungen zu kriegen. Dementsprechend ist das halt von der fachlichen Seite wirklich zum Teil auch bedenklich, weil wenn man nicht genau sich mit ihm, Bear Grylls und dieser ganzen Sendung und dieser Thematik vom Unterhalten auseinandersetzt, kann man in einer Notsituation sich wirklich Schlechtes tun. Und das ist nicht die Idee. Ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Und es ist tatsächlich so, da muss man vorsichtig sein. Und was der John gerade erwähnt hat mit diesen Insekten essen roh,
Das ist ein ganz heikles Thema, weil es gibt tatsächlich Insekten, die übertragen auf den Menschen krankmachende Parasiten, wie zum Beispiel die Schnecke, die überträgt den großen Leberegel. Oder es gibt auch andere Krankheiten, die wir jetzt nicht gebrauchen können. Klar, in einer Überlebenssituation, wenn es darum geht, den akuten, oder sagen wir es so, das akute Verhungern abzuwenden, da macht es vielleicht noch Sinn, dass man, wenn man kein Feuer machen kann, lieber was isst und hat halt den Parasit im Nachgang und der kann vielleicht, wenn man gerettet wird, nochmal medikamentös entfernt werden. Vielleicht, das ist auch nicht bei jedem Parasiten der Fall, aber im Grunde genommen tut man alles in der Regel erhitzen. Und es gibt noch ein Format, lieber John, da wusste ich gar nicht mehr lange Zeit, dass das noch existiert, aber ich bin jetzt vor einem Jahr, zwei nochmal drauf angesprochen worden und habe auch nochmal ein Werbeplakat gesehen, das bekannte Dschungelcamp. Oh, das gibt's noch. Das gibt's noch, ja, okay. Ich habe geschaut, das gibt's tatsächlich noch. Wie beurteilst du denn das, was man da sieht? Das, hat das was mit Survival zu tun, deiner Meinung nach? Oder? Nein, das ist, ich glaube, Entertainment pur. Ich muss sagen, ich bin nicht aktuell auf dem Laufenden bei diesem Format. Ich habe das ganz am Anfang, wo das in die Medien gekommen ist, respektive ins Fernsehen, habe ich das geguckt, um zu sehen, was da geht. Und ja, ich habe es auch nicht fertig geguckt. Ich glaube, es ist wirklich eine Unterhaltung für das Volk mit B-Promis, die einfach wieder mal ins Rampenlicht kommen möchten. Und ja, also hat für mich überhaupt nichts mit Survival zu tun. Ist natürlich im Dschungel, respektive im Wald oder wo auch immer sie das machen, unter gruseligen Bedingungen mit diesen, also das Einzige, was ich noch im Kopf habe, dass sie halt alle Scheiße fressen müssen, also in Käfer reingreifen und was auch immer. Also ja, das hat für mich nichts mit Survival zu tun. Wie ist es für dich? Ich meine, mal eine Folge gesehen zu haben, das ist aber schon ewig lang her, mehr als 10 Jahre, da mussten die eine Klöte vom Känguru essen. Ja, und da war so eine schmale, zierliche, ältere, blonde Frau, die sieht man dann, wie die da drauf beißt und das geht einem durch Mark und Gebein und es macht ja wirklich auch survival-technisch keinen Sinn, dass man irgendwelche Klöten isst. Ja, und Einschaltquoten. Genau, es geht um Einschaltquoten. Je ekliger, desto besser. Ja. Kommen wir mal zu Filmen. Ist ja auch ein ganz spannendes Thema, weil auch in dem einen oder anderen Hollywood-Film ja manch eine Survival-Technik gezeigt wird. Und das ist auch immer so ein Genre, das extrem gut bei den Zuschauern ankommt. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ja, auch sehr spannend. Ich meine, du so einen Überlebensfilm als Survival-Trainer anschaust, wir schauen natürlich anders. Wir überlegen uns oder sehen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Oder hat er eine gute Idee, kann er sie gut umsetzen, ist es realistisch oder nicht? Und da gibt es wirklich den einen oder anderen Streifen, der sehr gut recherchiert ist, wo sie wirklich auch Fachleute vorher interviewen, bevor sie überhaupt so einen Streifen drehen. Und dann gibt es halt wirklich auch Rotz. Also was nicht förderlich ist zu sehen, weil es hat auch wieder was Falsches suggeriert. Ja. Und da möchte ich übrigens deinen Podcast, den du ja hast, um die Filme des Hollywoods zu, du nimmst sie auseinander oder noch angenehmer gesagt, du gibst dein Survival-Trainer-Fachwissen über diesen Film neu, also dieser Survival-Check, unbedingt reinziehen. Du verlinkst das hoffentlich auch in den Shownotes. Denn das ist ein Podcast, wo du verschiedene Survival-Überlebensfilme kommentierst und auseinandernimmst aus fachlicher Sicht und Sichtweise. Und da ist es auch immer wieder erstaunlich, weil ich schaue ja dann diese Filme auch oder ich habe sie schon gesehen, höre mir deinen Podcast an. Und es ist ein spannendes Feld, weil wir dann ganz kleine Sachen erkennen, wo wir sagen, oh Scheiße, da haben sie aber einfach falsch recherchiert. Und das ist auch wieder eine Information, die ja dann an den Endverbraucher, sprich der das sieht, unter Umständen abspeichert und das in einer Notsituation anwenden würde. Und wenn da natürlich was Falsches gezeigt wird, dann hast du verloren. Also das genau. Ist. Ich wurde ja oft bei Kursen gefragt, hey Lars, kennst du den Film? Mhm. Wie findest du das, was da gezeigt worden ist? Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt musst du das vielleicht doch mal thematisieren, weil es gibt viele Filme, wo Überlebenstechniken gezeigt werden oder Situationen und wo man dann überlegt, kann man da rauskommen, kann man da überleben oder nicht? Das habe ich halt in diesem Podcast Survival Check
thematisiere ich das. Mhm. Und es ist, wie du sagst, es gibt tatsächlich gute Umsetzungen. Und dann gibt es Umsetzungen, die sind natürlich dermaßen schlecht und falsch. Und ich möchte euch mal ein Beispiel nennen. Es gibt einen Film, einen ganz tollen Film aus den 90ern, der heißt Auf Messers Schneide. Dieser Film ist mit Alec Baldwin und, jetzt habe ich es gerade vergessen. Anthony Hopkins. Ja, danke. Ja, Anthony Hopkins, der klasse Darsteller ever. Und in diesem Film spielt Anthony Hopkins so einen schwerreichen Menschen, der irgendwo in der Wildnis mit einem Naturfotografen, beziehungsweise mit einem Fotografen und noch jemanden in der Wildnis Alaskas mit einem Sportflugzeug abstürzt und die müssen sich dann dort in der Wildnis behaupten. Und da gibt es eine Szene, das ist eine Schlüsselszene für Falschwissen, beziehungsweise nicht vollständiges Wissen. In dieser Szene sieht man nämlich, wie dann Anthony Hopkins mit Hilfe seines einer Büroklammer, glaube ich, war es, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, einen Behelfskompass baut, indem er diese Klammer an seiner Bekleidung reibt, an seinem Seidenhemd und dann auf einen Träger legt, also ein Blatt, und dieses Blatt dann auf eine Wasseroberfläche setzt. Und durch den Magnetismus richtet sich natürlich die Nadel in Nord-Süd-Achse aus. Und was ihr Hörer jetzt nicht wissen könnt, dieses Hilfsmittel zeigt mir natürlich Nord- und Südrichtung an. Aber, jetzt kommt die große Einschränkung, ich weiß nicht, wo Norden und Süden ist. Ich habe eine Nord-Süd-Achse. Süden kann Norden sein, Norden kann Süden sein. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, weil Anthony Hopkins hat dann die Richtung bestimmt und sagt, da und da ist klar, Norden, da müssen wir hin, oder Süden, ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hat. Und da haben wir schon eine Geschichte, ja, die schlecht ausgearbeitet ist. Weil eigentlich müsste der Zuschauer wissen, wenn der sowas sieht, okay, weil das speichert er ja ab mit der Nadel, logischerweise, wie du eben gesagt hast. Mhm. Und wenn jetzt der ein oder andere in eine Überlebenssituation kommt, dann meint er vielleicht tatsächlich, dass man da eine Himmelsrichtung bestimmen kann. Dabei ist es totaler Bullshit. Du hast eine Nord-Süd-Achse, aber mehr nicht. Mhm. Und du musst dann noch weitere Hilfsmittel anwenden, um diese Himmelsrichtung zu verifizieren und zu wissen, okay, da ist Norden und Süden. Und wenn man letztendlich eine metallische Nadel über ein Seidenhemd streicht, dann wird die nicht magnetisch. Die ist entweder schon magnetisch oder, falls sie den Magnetismus verloren hat, weil sie vielleicht runterfällt auf einen Stein oder so, dann muss die nachmagnetisiert werden. Und das geht nicht mit Seide. Das geht mit keinem Textil. Ich brauche dafür einen Magneten. Und zum Abschluss, bei Filmen spielt es auch immer eine Rolle. Wenn man so ein bisschen fürs Fernsehen arbeitet, das weißt ja, da gibt es ja Sachen, werden gut vorbereitet, gibt es Sachen, die werden schlecht vorbereitet. Und auch so das Gleiche ist bei Hollywood-Filmen. Du hast entweder einen guten Berater, also die müssen sich ja auch beraten lassen, diese Regisseure, die brauchen ja auch einen Survival-Profi, der dann sagt, mach das und das und das. Oder sie machen es eben auf eigene Hand, weil sie meinen, sie können es, und dann geht es in die Hose oder auch nicht. Und in dem Falle, für dieses konkrete Beispiel, wurde der Film eben schlecht beraten. Mhm. Trotzdem ist der Film sehenswert, ohne jetzt große Werbung für den machen zu wollen, aber hat mich sehr angetan, ist auch noch mit alter Kameratechnik analog gedreht. Es sind tolle Bilder, ist auch eine schöne Geschichte und man sieht fantastische Landschaften. Ja, ja, genau, und das ist ja auch der Sinn und Zweck eines Films. Oder man soll sich berieseln lassen, gemütlich vom Bett oder vom Sofa aus, und dann das Leben da draußen genießen. Genau. Ja. YouTube, lieber John, ist ja mittlerweile auch eine präferierte Wissensquelle für den einen oder anderen. Und YouTube bietet ja eine Vielzahl an Informationen und Videos zum Thema Überleben, Überlebenstechniken und im Bushcraft-Sektor. Wie bewertest du das denn? Ja, YouTube ist natürlich mittlerweile eine riesen Plattform. Man sagt sogar, dass es Wikipedia übernimmt, im Sinne, dass wenn du was wissen willst, gibst du das bei YouTube ein, kriegst ein Video halt mit Bildmaterial, und die Menschen sind schon sehr visuell fokussiert. Und deswegen eine gute Plattform. Es gibt spannende Videos zum Thema Survival Bushcraft, aber natürlich auch da gibt es die ein oder anderen Informationen, die man ja so vielleicht nicht umsetzen sollte, weil das ist wie beim Kindermachen, du musst keine Prüfung machen, genauso auch für YouTube brauchst du keine Lizenz, sondern du kannst einfach dein Wissen, deine Videos oder deine Ansicht hochladen. Ja, das stimmt tatsächlich. Das Erstaunliche ist, man findet bei YouTube extrem gute Sachen, die fachlich dermaßen in die Tiefe gehen, wo man selbst noch als
Profi überrascht ist und auch was lernen kann, muss unbedingt. Man ganz klar sagen. Wir wissen ja auch nicht alles. Ja. Und dann gibt es wieder eine Menge an Videos und ja, Content, der dermaßen grottig und schlecht ist. Es geht nicht um die Qualität. Also wir wollen jetzt keine Qualität von der optischen oder Bildqualität, von der Tonqualität sprechen wir jetzt nicht, sondern von der fachlichen Qualität. Ja. Da gibt es ja dermaßen schlechte Sachen, die dann halt auch da gezeigt werden und auch von dem ein oder anderen seriös gemachten Kanal, ja, was natürlich dann suboptimal ist. Und ich muss, ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe vor Jahren mal, da habe ich mich sehr gefreut, da hat so ein kleiner Knirps, der war vielleicht 7 Jahre alt, auch ein Deutscher, der hat auf YouTube auf dem Balkon gezeigt, wie er ein Feuer bohrt. Mhm. Und der hat es so schön erklärt und hat es auch so liebevoll und diszipliniert durchgeführt. Und also für diejenigen, die noch nie ein Feuer gebohrt haben, das ist extrem anstrengend. Ja. Und auch selbst, wenn man es dann irgendwann mal kann, ist es immer noch anstrengend, körperlich sehr fordernd, weil man eben die ganze Körperkraft ja, gut dosieren muss, weil das auch teilweise, wenn es blöd läuft, ein bisschen länger dauern kann. Und man hat eine enorme Anspannung. Und der hat es da so locker, flockig gemacht, in die Kamera reingeredet. Und das war cool, es war fachlich auch genial. Und wie auch der Ansatz, sein Ansatz, mit dem er das Ganze so dann aufgebaut hat, hat mich enorm fasziniert. Ja, und da gibt es halt auch viele andere Videos zu Pflanzen und so, wo Leute wirklich liebevoll irgendwas erklären, auch fachlich extrem gut erklären. Mhm. Und ja, also gibt es Licht und Schatten, gell, wie überall. Ja, und ich denke, wenn man ein gewisses Grundwissen hat über Survival Bushcraft, dann kann man auch selber abschätzen, macht das Sinn, was da gezeigt wird, oder macht das weniger Sinn. Und für das ist sicher gut, wenn man sich mit Leuten auseinandersetzt, die Ahnung haben von der Geschichte, oder dass man mal einen Survival-Kurs besucht, dass man einfach die Basics mal kennt, dass man dann selbst abschätzen kann, sinnvoll oder weniger sinnvoll. Genau, genau. Mhm. Jetzt gibt es seit einiger Zeit einen Hype um ein ganz spezielles Format, Seven vs. Wild von Fritz Meinecke. Und dieses Format bricht gerade sämtliche Vorstellungsgrenzen, was jetzt Klickzahlen betrifft, was die Diskussion im Netz auf den Social-Media-Kanälen betrifft. Und ich bin vor, ja, 1-2 Jahren, glaube ich, schon mal drauf angesprochen worden. Oder war das letztes Jahr, glaube ich? Letztes Jahr dann mit der ersten Staffel, genau, beim Kurs. Und mehrfach angesprochen worden, dass ich das gucken sollte. Ich habe mir es nicht angeschaut. Ich schaue nicht so viel auf YouTube an, sei denn ich suche jetzt was Spezielles. Und dann ist es dieses Jahr wieder passiert. Beziehungsweise letztes Jahr ist es wieder passiert. Am Ende des Jahres wurde ich wieder darauf hingewiesen. Und dann letztendlich hast du mir den Impuls gegeben, dieses Format anzuschauen. Mhm. Und da war ich schwer überrascht. Mhm. Aber bevor ich meine Meinung, mein Urteil dazu loswerde, möchte ich kurz John das Wort übergeben, weil John hat es komplett gesehen. Ich habe nur ein paar Teile gesehen und John kann es einfach besser wiedergeben. Also für die, die es noch nicht wissen, Seven vs. Wild von John aus der Schweiz erklärt. Genau, also grundsätzlich habe ich genauso wie du von den Teilnehmern die Info gekriegt, da gibt es eine neue Sendung, Seven vs. Wild, hast du das gesehen, was hältst du davon? Wie mit vielen Formaten wie Naked Survival und all was halt so im Moment unterwegs ist, bekomme ich meistens die Infos von den Teilnehmern. Und ich hatte so viel Anfrage betreffend dieses Seven vs. Wild, nicht nur von Teilnehmern, sondern auch von den Medien, dass ich natürlich mich schlau machen muss, weil ich kann nicht von etwas sprechen, was ich nicht kenne. Und deswegen habe ich mir die erste Staffel dann reingezogen. Das war auch in dieser Zeit, wo die erste Staffel lief, als ich da angesprochen wurde. Und ich habe mir das angeschaut. Ich habe Fritz Meinecke vorher nicht gekannt. Ich habe ihn per Zufall mal in einem Survival-Magazin gesehen, aber ich hatte keinen Bezug zu dieser Person. Und habe dann ein bisschen recherchiert, respektive mich informiert. Und das Format Seven vs. Wild war eine Idee von Fritz Meinecke. Er hat das initiiert, indem er 7 Menschen an einem Ort, das war jetzt in der ersten Staffel in Schweden, ausgesetzt hat, oder respektive sie haben sich aussetzen lassen. Fritz war da selbst auch dabei. Und sie mussten 7 Tage mit 7 Gegenständen
überleben und sich selbst filmen mit GoPros und dementsprechend ja, halt diese 7 Tage überstehen. Und zwar als Experiment, als Unterhaltung, als Bereicherung für die YouTube-Szene. Es war da nie als Lehrvideo gedacht. Und das sage ich jetzt, weil das war auch das, was schlussendlich angekreidet wurde, jetzt in der ganzen Outdoor-Szene. Sondern es war wirklich ein Experiment, was geglückt ist. Weil dieses Format ist durch die Decke geschossen, im wahrsten Sinne des Wortes des Computers, durch diese Decke, weil der hat ja ein paar Millionen Abonnenten, Klicks auch ohne Ende. Also wirklich ein tolles Format, weil es hat die Leute gefesselt. Sie haben normale Menschen gesehen aus verschiedenen Bereichen, die draußen sind und versuchen zu überleben und sie hautnah dabei sein konnten. Und das war, glaube ich, auch das Geheimnis dieses Formates oder eines der Geheimnisse. Dann gab es eine zweite Staffel, die wurde dann in Panama gedreht. Da wurden nicht Leute, die mit Outdoor was zu tun haben, ausgewählt. Das war bei der ersten Staffel so. Sondern es wurden einfach irgendwelche YouTuber, die bekannt waren oder sind, ausgewählt und eingeladen, da mitzumachen. Und die wurden in Panama auf eine Insel ausgesetzt. Und das war dann die zweite Staffel. Die ist ebenfalls vorbei jetzt. Und nach dieser zweiten Staffel muss ich sagen, es ist ein geiles Format, weil, und das geht bei uns genauso, wir wollen, dass die Leute rausgehen. Wir wollen, dass die Leute in die Natur gehen, dass sie wieder mal ein Feuer machen, dass sie mit einem Messer umgehen können. Und ich glaube, das hat dieses Format sehr gut erreicht. Okay. Also sind die Leute in der zweiten Staffel dann auch mit den gleichen Voraussetzungen, also 7 Leute, 7 Gegenstände, wie du gesagt hast. Ja, genau, in der zweiten Staffel war das nicht mehr der Fall. Die hatten keine 7 Gegenstände mehr. Die konnten, glaube ich, frei wählen, wie viele Gegenstände sie nehmen. Also es gab wahrscheinlich schon eine Begrenzung. Aber es war ein bisschen eine andere Voraussetzung, weil es halt, ich sage jetzt mal, nicht Profis waren. Ich glaube, die hatten eine Liste, wo sie auswählen konnten. Okay, ja. Spannend. Und vor allem, es waren Menschen, die zum Teil Ahnung hatten von Survival und zum Teil gar keine. Und okay, das war ja das Spannende, zu sehen, wie schlagen sich diese Menschen in einer außergewöhnlichen Situation. Und das ist schlussendlich Survival, ja, Improvisation. Okay, klingt spannend. Ich habe ja, wie ich schon erwähnt habe, nur Teile von der ersten Staffel gesehen. Und ich habe das mitbekommen, dass es da viel Kritik gab und Wirbel. Und ja, auch vielleicht auch böses Blut. Hab dann überlegt, wie sortiere ich das Ganze ein und bin zu einem Entschluss gekommen, zu einem Meinungsentschluss in meinem tiefen Inneren. Ja, bitte. Ich freue mich, ihn zu hören und ich glaube, die Zuhörer auch. Ja. Also, dieses Format hat was mit mir gemacht. Und zwar bin ich happy gewesen, als ich das gesehen habe. Ich war überrascht, wie ansprechend das Format gestaltet ist. Also fand die Idee cool. Ja. Ich kenne jetzt Fritz Meinecke auch nicht persönlich, kenne auch keinen der Teilnehmer. Aber es war authentisch, was man da gesehen hat. Ja, genau. Und das, was er da anfokussiert habe, der Sinn und Zweck der Sendung ist ja tatsächlich, es soll kein Lehrvideo sein oder die harten Survivor zeigen, darum ging es ja gar nicht, geht es ja gar nicht in diesem Format, sondern es ist ein Entertainment-Format mit einem mega coolen Ansatz, mit einer witzigen Idee, mit einer tollen Umsetzung und kein anderer Mensch im ganzen YouTube-Universum hat es im deutschsprachigen Raum geschafft, dass Menschen wieder Bock haben, rauszugehen. Absolut. Und das Gleiche wie beim Engländer, was du vorhin gesagt hast. Fritz Meinecke hat es geschafft, dass Leute Bock haben, in den Wald zu gehen, Abenteuer zu überleben. Und das ist genau das, was wir in Deutschland mit unseren ganzen Couch-Potatoes brauchen. Dass Leute wieder Lust auf Männer-Action oder Frauen auf Frauen-Action haben. Draußen Wildnis pur und das kam genial rüber. Und das hat mich wirklich sehr angesprochen. Also ich fand das wirklich toll. Normalerweise, kennst mich ja, finde ich absolut, da sehr, sehr schwierig, aber es hat mich abgeholt. Es hat mich wirklich
abgeholt. Und ich fand es auch dann toll, diese zweite Staffel, die werde ich mir natürlich auch noch ansehen. Mhm. Und jetzt ist ja da ein bisschen was im Netz passiert. Du hast es ja schon angedeutet. Da sind ja jetzt ja auf einmal Sachen aufgeploppt, die sich als auch spannend herausstellen im negativen Sinne. Genau. So, erzähl mal, John, was ist da denn so passiert? Ja, da geht mir gleich der Puls hoch, weil es ist unglaublich. In der Schweiz würde ich jetzt von der Neidgenossenschaft sprechen, weil wir sind ja die Eidgenossen, sind die Neidgenossenschaft. Und es ist unglaublich, was für Leute sich da eingeklinkt haben, um die Sendung zu kritisieren, zu be- und verurteilen von einem ihrer Standpunkte aus. Also als ich das erste Mal gesehen habe, die Eisenlabs Reviews oder so, oder keine Ahnung, wenn sie ja irgendwas beantworten auf so eine Sendung, da habe ich wirklich mich gefragt, so, Entschuldigung mal, wer hat deine Meinung gefragt, respektive hast du überhaupt verstanden, was es geht? Du sprichst einfach von, also das sind mehrere Leute, die sich Survival-Trainer als Survival-Trainer bezeichnen. Also ich kriege jetzt noch einen hohen Puls. Ich brauche vielleicht einen kurzen Moment, um zu Ausdruck zu kommen. Ja. Ich übernehme mal, bevor die Emotionen im John hochkochen. Ja, die kommen. Und der John ein sehr beherrschter Mensch ist. Ich habe ihn noch nie unbeherrscht erlebt. Es sei denn, wenn er mich wieder trifft, dann freut er sich natürlich, dann lässt er sich gehen. Ja, genau. Das ist natürlich auch nicht an mir vorbeigegangen. Ich habe auch ich nenne sie jetzt mal Kritikvideos gesehen von dem einen oder anderen. Und ich war tatsächlich überrascht in der Hinsicht, wie sich diejenigen, die Kritik ausüben, positionieren, wie sie aus dem Nichts aufploppen und ihre Meinung kundtun, obwohl das kein Schwein interessiert, und wie sie dieses Format unehrenhaft abwerten, was A, die Teilnehmer dieser Challenges gar nicht verdient haben, es hat mich auch gewundert, wie dann auf dem Veranstalter Fritz Meinecke rumgehackt wird, beziehungsweise was dann da kritisiert wird. Und es hat auf mich den Eindruck gemacht, weil es wird ja klar kommuniziert. Die Rahmenbedingungen werden klar kommuniziert in der ersten Staffel, auch in der zweiten sicherlich. Es wird ja gesagt, worum es geht, was das Ziel ist. Und das haben diese Kritiker nicht verstanden. Also die haben meiner Meinung nach nicht zugehört, die haben sich nicht eingelesen. Und da kommen ja dermaßen krude Sachen zustande, wo ich auch wirklich verwundert war, was für eine hohe Selbstüberschätzung da bei manch einem vorherrscht. Und letztendlich glaube ich auch, dass der ein oder andere versucht, auf diesen Zug mit aufzuspringen, weil er eben die Schlüsselworte, die Keywords von dieser Sendung in seinem Beitrag verwenden kann, um dann vielleicht ein paar Klicks zu erhaschen. Aber es war grenzwertig. Also Fritz Meinecke nimmt ja dann in manchen Livestreams nimmt er Stellung dazu, habe ich mir auch zwei, drei Sachen angeschaut und äußert sich eben auch dazu. Und der hat doch meine Meinung bestätigt, dass der ein oder andere gar nicht weiß, was er da angeschaut hat. Und wie siehst du das? Ja, also ich denke, diese Leute, die so kritisieren, die haben entweder zu viel Sauerstoff oder zu wenig gekriegt. Ja, also das ist unglaublich, wie du das ist wie wenn ich einem Formel-1-Rennfahrer erklären würde, wie jetzt die Kurve zu managen hat. Nur weil ich mal ein bisschen schnell Auto gefahren bin. Also es ist meiner Meinung nach überhaupt nicht fachlich richtig, also geschweige denn fachlich richtig korrigiert worden, sondern es ging wirklich wahrscheinlich nur um die Klicks, weil wenn du ein Video hast, das 800.000 Mal angeklickt wird, und du vielleicht ein anderes User-Level hast oder Click-Rating im YouTube, dann könnte das zu gewissem Neid führen. Und das ist die einzige Erklärung, die ich im Moment habe. Und das natürlich mit dem Sauerstoff. Weil also es kann ja nicht sein, dass du nachher jemandem unterstellst, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, irgendwie ein Feuer hinzukriegen. Und dann zeigst du ihnen, wie man Feuer macht unter Laborbedingungen mit einer Kerze. Ich meine,
sorry, also da habe ich wirklich kein, ich krieg's einfach nicht zusammen. Okay. Jetzt war ja einer der Teilnehmer, der hat einen militärischen Background gehabt, also genau, war ja ein chilliger, cooler Typ da, Otto heißt er, glaube ich. Otto, genau, ja, genau. War das jetzt erste Staffel? Oder zweite. War, zweite, genau. Ja. Da habe ich auch mal einen Ausschnitt gesehen und ja, auch diese Überheblichkeit, wie dann Otto degradiert wird von seinem Wissensschatz. Ich meine, der hat ja auch die ein oder andere qualitative Weiterbildung beim Militär genossen. Also der ist ja jetzt nicht ahnungslos. Und ja, ich habe mich echt gewundert, wie dann, warum der ein oder andere dann auf diesen persönlichen Angriffslevel übergeht und dann wirklich kritisiert. Weil das Militär ist mittlerweile extrem geskillt und das kann ich aus erster Quelle sagen, weil ich auch schon Militär ausgebildet habe. Und wenn auch der ein oder andere, der da Kritik äußert, das auch von sich behauptet, was ja auch sein kann und mag, die Bundeswehr greift sich ja immer wieder auf externe Leute zurück, dass sie halt nicht auf dem Inzest-Wissenspool dann immer rum ausbilden, jahrelang. Aber das Militär ist extrem gut geskillt und da gehen die Leute teilweise auch auf Arktik-Lehrgänge, wo die dann tatsächlich das Überleben in extremer Kälte erlernen, Überleben im Hochgebirge, Überleben im tropischen Regenwald oder sonstiges. Und da kriegt man gutes Wissen und da kann man nicht einfach so sagen, dass die keine Ahnung hätten. Das ist schon extrem vermessen und unfair gegenüber den Soldaten und vor allem auch jetzt der Person Otto. Und da habe ich mich echt gewundert, dass da wirklich da so einer vom Leder gezogen wird. Ja. Das so öffentlich auch. Ja. Ich meine, wenn da jetzt mal jemand Fritz Meinecke anrufen würde oder würde sagen, du hör zu, Fritz, naja, fand ich jetzt nicht so gut, aber das ist dann so öffentlich, was ja auch irgendwo interessant ist, weil es muss ja eine Kontroverse geben, das ist natürlich ja erlaubt, aber ich finde immer, bei Kontroversen muss man sachlich bleiben. Unbedingt und vor allem ein gewisses Niveau einhalten. Genau, das Niveau, also sich nicht selbst über andere stellen, weil du bist nicht der Tollste, ich bin nicht der Tollste und wir lernen immer noch dazu. Und es gibt immer Leute, die können irgendwas besser in irgendeiner Weise. Ja. Und man muss auch irgendwie, finde ich, als persönliche Eigenschaft in der Lage sein, andere Meinungen zu akzeptieren. Oder zumindest, es sei denn, es ist der komplette Bullshit, gibt es ja auch, kann man sagen, du hör zu, nee. Aber so, es ist, ja, man ist auch eine Respektsache irgendwie und dann jeden direkt dann als doof darzustellen, indirekt, finde ich unglücklich, oder? Ja, es ist absolut unglücklich, ja, das ist das nette Wort, oder? Grundsätzlich, man hat, das ist der Vorteil bei YouTube, man hat immer die Möglichkeit, Stopp zu drücken und nicht weiterzusehen. Also wenn sich jemand aufregt, über was auch immer für einen Content da in diesem Netz rumgeistert, und da gibt es ja alles. Da kann man einfach Stopp drücken und dann nicht mehr gucken. Und das ist völlig okay, weder dann ein Riesendrama darum zu machen und vor allem schlecht recherchiert dann Kritik zu machen. Dementsprechend, ja, ich empfehle jedem, egal welches Format, sei es jetzt von Bear Grylls, Sam vs. Wild oder Naked Survival, was auch immer, sich das anzusehen, das, was einen interessiert oder man spannend findet, rausnehmen, nachrecherchieren, macht das überhaupt Sinn oder nicht, und dann umsetzen. Weil um das ging es auch. Ich glaube, Fritz hat wirklich das auch gewollt, dass die Leute wieder rausgehen, und das hat er geschafft. Die Leute wollen raus. Ich hab Leute, also Väter, die anfragen und sagen, ja, mein Sohn und meine Tochter, die schauen immer Sam vs. Wild, die möchten mal was erleben raus, können wir Kindergeburtstagsurvival machen. Also es geht wirklich was, und zwar auch in der Schweiz, also nicht nur in der Schweiz, ich glaube, ganz deutschsprachiger Raum hat das die Leute angefixt. Ich habe gerade heute Morgen ein Mail gekriegt von einer Schweizer Zeitung, aufgrund von Seven vs. Wild würden sie gerne bla 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 bla. Und sage ich, ja, das hat eingeschlagen, und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, wir wollen die Natur wieder näher bringen, und da, glaube ich, schließt sich der Kreis. Das ist das, was wir als Survival-Trainer auch machen. Ganz interessant, lieber John, ich war vor kurzem in einem Möbelhaus. Ich brauche ein neues Sofa. Hab dann geschaut, bin dann dahin gefahren. Und dann habe ich ein Sofa gefunden. Das habe ich dann bestellt. Dann fragt mich die Verkäuferin nach meiner Telefonnummer. So, und jetzt, irgendwie konnte ich die nicht abrufen im Kopf. Und in diesem Möbelhaus ist aufgrund von der Stahlträgerbauweise kein Empfang, kein Smartphone-Empfang.
So, das heißt, ich konnte nicht im Internet schauen, welche Rufnummer ich habe. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, ob sie sich über ihr WLAN, ob sie da am Computer, hat sie ja Internetzugang, ob sie da meine Webseite besuchen kann und ob sie da kurz die Nummer gucken kann. Dann können wir die Nummer eintragen, dann kann genau. Ich die Bestellung. Da muss ich einen Einwand geben. Das ist nicht einfach so, dass du die Nummer nicht kennst, weil die so hoch verschlüsselt, weil du so ein unglaublich extremes Wissen hast, dass du über alle Ecken auf der ganzen Welt verschlüsselt bist. Und deswegen kann nicht mal was genau seine Telefonnummer. Ja, krass. Das deswegen. Okay. Gut, weiter im Text. Danke. Internet. Ja, auf jeden Fall war dann die Frau auf meiner Webseite, also in meinem Beisein, und scrollt dann so durch und liest dann da Survival Guide. Und dann hat sie mich gefragt, was ich mache, und habe ich das kurz erklärt. Und dann sagt die zu mir, ihre zwei Söhne sind Seven vs. Wild Fans. Und seit das kommt, kriegt sie die nicht mehr vom YouTube weg, weil die halt sich alles dazu reinpfeifen und tatsächlich auch. Das Gute, die Jungs gehen raus, machen Feuer und wirken. Und das spricht doch Bände, oder? Ja, das absolut. Ist doch wirklich, wer bekommt das auf die Kette? Das ist eben geil. Und genau. Das geht, so. Also, ja, genau. Also, hier geht's daher positiv. Ja. Sehr genau. Ja. John, noch eine Geschichte. Wir haben ja medial schon viel Erfahrung. Du hast ja schon viel fürs Fernsehen abgedreht. Ich habe schon viel fürs Fernsehen abgedreht. Wir haben auch schon gemeinsam einen tollen Dreh gehabt, den ich übrigens wo ich mich immer noch gerne dran erinnere. Ja, ich auch. Genau. Für National Geographic damals, gell? Ja. Wir waren die ersten deutschsprachigen Überlebenstrainer auf National Geographic 2011 oder 12 war das, glaube ich. Kann es sein? So den Dreh rum, oder? Oder war das später? Nee, früher, oder? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Egal. 2014. Später. Hey, ich habe keine Zahlen und Preise. Ja, ist nicht egal. Es war auf jeden Fall irgendwann um den Dreh. Und zu diesen Survival, sagen wir mal Dokumentation oder so, lass uns da vielleicht auch noch ein paar Worte zu wechseln. Ich glaube, wir erklären dem Zuhörer erstmal, wie so eine Fernsehproduktion abläuft. Also man bekommt eine Anfrage von einer Produktionsfirma. Es gibt in Deutschland allein, ich glaube, über 1500 Produktionsfirmen, die für etliche Fernsehsender Sachen produzieren. Es ist jetzt in den seltensten Fällen so, dass ein RTL oder das ZDF so anruft, sondern es sind immer Firmen, die aufgrund einer Ausschreibung, die vom Sender erfolgt, den Zuschlag erhalten oder nicht. So. Dann wird das Anliegen geschildert, dann wenn es professionell läuft, trifft man sich vorher oder macht eine Telefonkonferenz, wo man dann eben ja den Sinn und Zweck der Sendung erörtert und so grob darüber spricht, was man drehen kann, wie man es ableisten kann oder nicht oder keine Ahnung, was man noch benötigt dafür, was noch recherchiert werden muss und so weiter und so fort. Ja, und dann kommt es zum Drehtermin und der ist dann entweder gut oder er ist schlecht. Von beiden Seiten, also man hat ja nicht immer einen guten Tag. Es gibt Tage, da läuft es gut, da kann man gut vor der Kamera agieren als Statist oder als Protagonist. Es gibt Tage, da ist man schlecht drauf, dann läuft es nicht so gut. Meistens merkt der Zuschauer das gar nicht, aber man selbst merkt es halt, weil man vielleicht die ein oder andere Messlatte an sich setzt, bei sich setzt. Und dann gibt es auch Unterschiede bei den Drehteams. Da gibt es erstaunlich gute Teams, die haben wir schon erlebt, gell? Es gibt auch erstaunlich schlechte Teams. Und da möchte ich euch einen kleinen Schwank erzählen, denn vor vielen Jahren war RTL bei mir im Camp und die Typen waren ziemlich abgehetzt, die waren auch jetzt nicht gerade Sympathieträger. Es ist ja so, wenn für den privaten Sender gedreht wird, kommt meist ein Drei-Mann-Team. Das ist ein Tonmensch, der die Tonangel hält, also den Ton einfängt und darauf achtet, dass keine Nebengeräusche stören. Dann ist ein Kameramann dabei und ein Regisseur. Das ist so die in Deutschland die Standardbesetzung, um kostengünstig zu arbeiten. Das ist bei den Privatsendern der Fall. Ist das in der Schweiz auch so? Privatsender wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt mehr mit dem Staatsfernsehen oder mit dem öffentlichen Fernsehen zu tun gehabt, das Schweizer Fernsehen. Und da, je nach Format, ist es unterschiedlich. Ja. Genau. In Deutschland haben wir die öffentlich-rechtlichen Sender und wenn die zu einem kommen und drehen was ab, die kommen dann mit einem 7- oder 8-Mann-Team. Da sind dann 2 Kameras, 3 Tonleute dabei, keine Ahnung, 2 Regisseure. Und das Interessante ist, die machen genau das Gleiche und das Resultat, was man im Fernsehen sieht, ist genau das Gleiche, bloß eben mit einer anderen Manpower. Und jetzt könnten böse Zungen ja sagen, jetzt wissen wir, wohin unsere GEZ-Gebühren oder wie heißt das mittlerweile,
Rundfunkgebühren gehen. Mhm. Genau, also man könnte da deutlich einsparen und ich glaube, das weiß jeder. Klar, für die ein oder andere Reportage braucht man eben auch zwei Kameramänner oder vielleicht auch drei, je nach Einstellung. Also für die meisten Sachen, die man so abdreht, genügt es eigentlich. Mhm. Na, kurze Rede, langer Sinn, dieses RTL-Team, was bei mir war, die waren ziemlich abgehetzt, die waren abgenervt, die waren sehr unsympathisch, die haben nicht zugehört. Wir haben im Vorgespräch, habe ich denen erklärt, dass bei mir im Wald, dass es da abschüssige Ecken geht, dass wir da drehen, dass sie ein festes Schuhwerk tragen sollten. Ja, und was, wie kommen sie an? Mit Sneakers. Es hat geregnet, es war matschig, also erstmal sind die ständig gerutscht, der Dreh hat ewig gedauert, weil die mit der Kamera nicht überall hingekommen sind und kurze Rede, langer Sinn. Dann habe ich gefragt, wo kommt denn ihr her, dass ihr so abgehetzt seid? Sagen die zu mir, die waren bei einem Pornodreh. Okay. Ja, und wenn eine Produktionsfirma, ohne das jetzt das Porno-Genre schlecht zu machen, aber wenn eine Produktionsfirma so ein breites Portfolio hat, dann ist es meist kein guter Qualitätsgarant. Okay. Und tatsächlich war es so, es war eine schlechte Reportage, also jetzt auch so von der Bildwirkung her, von den Einstellungen und war nicht schön. Krass. Ja, ist verrückt, gell? Ja. Und dann hast du halt andere Sachen, wo Leute vielleicht auch gehetzt kommen, aber schon eine ganz andere Positiv-Vibes haben und wirklich cool drauf sind und wo dann eine schöne Geschichte entsteht. Mhm. Und letztendlich ist es auch immer subjektiv, ob einem was gefällt oder nicht gefällt, das weiß ich ja selbst. Mhm. Aber so damals zum Beispiel, als wir zwei da für National Geographic gewirkt haben, das war ja ein entspannter Dreh, das war ja cool, gell? Ja, absolut. Gut, das war auch über länger Zeit, das war über eine Woche, oder, wo wir da gedreht haben. Da kommst du einander ein bisschen näher und dann wird es familiärer und dann, ja, und wir waren gut drauf, sie waren gut drauf, das war wirklich eine tolle Zeit, die ich auch gerne in Erinnerung behalte. Ja, ich auch, das war wirklich toll. Ja. Wie ist denn das, John? Wurdest du schon mal vom Fernsehen genötigt, irgendwas zu zeigen, was du nicht machen wolltest? Jein. Also ich lasse mich ja nicht nötigen, glücklicherweise. Aber es gab, und das war genau in diesem National Geographic Act, wo wir genötigt wurden oder gefragt wurden, ob wir nicht zeigen könnten, das ging ja um Krisensurvival, wie man sich da verhält in der Natur, wie wir einen Menschen ausschalten würden. Weil wir ja beide mit Nahkampf und so weiter uns auseinandergesetzt haben und das war dann zu viel. Also da haben wir dann auch gesagt, hey, wir wissen nicht, wer diese Sendung sieht und wenn das Kinder oder so schauen und nachher zeigen wir da gewisse Handfertigkeiten, das können wir und wollen wir nicht verantworten, dementsprechend machen wir das nicht. Und auch obwohl dann immer wieder nachgefragt wurde, wir blieben ja da stur und sagen so, nein, auf keinen Fall, das gehört nicht ins Fernsehen, einfach gar nicht. Man hat ja auch eine pädagogische Aufgabe und das eine oder andere ist einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, Punkt. Ja. Ja. Und genau, da kann ich mich noch daran erinnern, jetzt kommt es nochmal, da warst du ganz vehement, dann haben die erstmal große Augen gemacht, gell, weil du da so klar kommuniziert hast. Ja. Aber das erwarte ich eigentlich von jedem, der vor die Mattscheibe tritt, vor die Kamera tritt, dass er irgendwie überlegt, was er so zeigt und was er nicht zeigt. Und klar, da gibt es Leute, die sind dann halt schmerzlos, die zeigen alles. Aber ja, um halt auch Aufmerksamkeit zu kriegen. Und da sind wir wieder bei YouTube, oder? Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die Videos hochstellen, die nicht darüber nachdenken, wie könnte es ankommen beim Zuschauer. Und das ist, denke ich, auch gefährlich, weil man einfach das ausblendet und sagt, ja, ich mache mal ein Video, stelle es auf. Aber wer das alles sieht, ich meine, gerade Kinder, es gibt so viele Kinder und Jugendliche, die einfach halt ohne Schutz ins Netz kommen und dann können sie auf YouTube und schauen sich irgendwas an und sie kopieren. Kinder sind so, die müssen den Erwachsenen oder andere kopieren, damit sie sich selbst finden und entwickeln können. Und da kann halt wirklich viel schief gehen. Deswegen appelliere ich natürlich an alle, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, dass sie überlegen, was sie tun und was sie sagen. Hm. Gerade auch in diesem Beispiel vorher, als wir das erwähnt haben, mit der Kritik, oder? Meine, was soll das? Ja. Was ist das qualitativste Medium aus deiner Sicht, Zeitung, Radio, Fernsehen, was jetzt die Reportagen betrifft, mit denen du Erfahrungen gemacht hast, wo du gesagt hast, im Nachhinein, okay, das war cool, die leisten einen guten Job? Ich denke, es gibt in allen Bereichen, sag mal Printmedien, Fernsehen oder auch Radio, gute recherchierte Sachen, die bei mir auch sehr gut gelaufen sind.
wo ich sage, Moll, die haben es so rübergebracht, wie ich es kommunizieren wollte. Und das, für mich ist das einfachste Medium das Fernsehen. Weil im Fernsehen sieht man mich, man hört mich, man sieht meine Gesten. Und wenn dann nicht allzu sehr geschnitten wird, dann komme ich, glaube ich, am authentischsten rüber. Also wenn du jetzt in einem Artikel einfach irgendwelche Sätze von mir liest. Und deswegen sage ich, Fernsehen ist schon was, was mir zusagt, oder das Bildmaterial, sei es auch YouTube oder so. Aber es ist nicht das Beste oder das Einzige, was ich jetzt vorziehen würde. Ich glaube, wir müssen dem Zuhörer mal erklären, dass es erstmal, wenn man irgendwas abdreht mit einem Sender, dass man nicht die Aufnahmen dann im Rohschnitt bekommt und dann sagen kann, ich will, dass das gezeigt wird. Also das ist ganz wichtig, da hat man gar keinen Einfluss drauf, sondern der Sender dreht es ab, das kommt dann in den Schnitt und dann ist es einfach so. Und wenn, wenn man einen guten Sender hat, dann kann das unter Umständen mal sein, dass er einen nochmal drüber gucken lässt und dass man nochmal fachlich nachsteuert. Aber in der Regel ist ja Fernsehen auch ein Zeitgeschäft. Ja? Genau. Zeit ist Geld, es muss schnell gehen. Das heißt, man bekommt die Sachen gar nicht mehr zu sehen. Und bei einer Reportage, da ging es auch mal über mich, da habe ich im Wald den Waldsauerklee gezeigt und in der Reportage hat man gesagt, hier zeigt der Survival-Trainer den Waldsauerampfer. So. Mhm. Und dann haben mich danach die Leute angerufen und haben gesagt, Lars, was hast denn du denen gesagt? Dann habe ich gesagt, ich hab nicht gesagt, dass das Sauerampfer ist, ich habe gesagt, das ist Waldsauerklee. Ja. Nur das wurde im Nachhinein falsch bearbeitet. Genau. Und das ist halt eine Sache. Oder man, wenn man jetzt irgendwas abdreht, dann kann das ja auch sein, du sagst irgendeinen Satz und dann wird der in einem anderen Zusammenhang irgendwie irgendwo hingelegt, was den ganzen Kontext zerstört oder vielleicht auch bekräftigt, je nachdem. Und so entstehen halt auch Missverständnisse. Ja. Und man darf ja nie vergessen, so jemand, der eine Reportage dreht, also so ein Filmteam, sage ich mal, so ein Kamerateam, das sind ja normal Menschen, die mit Natur in der Regel wenig am Hut haben und die gar nichts vom Survival-Geschäft verstehen. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schwierig, entweder hat man gute Leute, die hören zu und setzen das eins zu eins um, was sie so wahrnehmen, oder man hat halt die Abgehetzten, die gerade vom Pornodreh kommen, die dann halt ja irgendwas zusammensetzen und auch gar nicht auf das achten, was man sagt. Klar, die gucken dann im Schnitt nochmal kurz drüber, aber so entsteht halt schlechtes Fernsehen. Ja. Genau, und ich stimme dir vollkommen zu. Es gibt gute Sachen bei Radio, gute Sachen bei den Zeitungen, gute Sachen beim Fernsehen. Ich glaube, das so Bild ist immer am besten, weil das halt dann auch zeigt, okay, wie was hat jemand für eine Gestik, für eine Mimik und ja, wie kommt der rüber. Genau, und bei Printmedien ist halt wirklich der Vorteil, immer das Gegenlesen ist möglich, aber immer das Gut zum Druck, das kommt zu mir, dann wird es von mir abgesegnet und dann geht es wieder retour. Echt? Ja, bist du so schmerzlos? Ja, wirklich? Natürlich. Echt? Ja, weil gerade Worte sind Informationsträger und wenn du ein Wort für irgendwas nutzt, dann ist es mir wichtig, welches Wort nutze ich, damit es genau das ausdrückt, was ich eigentlich sagen möchte. Und wenn das vertauscht wird oder der Satz umgestellt wird, dann ist es nicht mehr in meinem Kontext. Und deswegen ist es mir wichtig, dass alles, was medial, also jetzt über die Printmedien geht, zuerst zu mir kommt, als gut zum Druck. Ich lese das durch, korrigiere das. Und wenn das akzeptiert wird, dass ich so korrigiert habe, wie ich es ja gesagt habe, dann kann es gedruckt werden. Ansonsten geht es nicht raus. Da sind wir komplett konträr. Okay. Ich habe das nämlich immer so gehandhabt. Ich wollte nie irgendwas korrigieren, weil ich nicht in die journalistische Freiheit eingreifen wollte. Okay. So. Aber jetzt kommt das Große, John hat da gar nicht so Unrecht. Man muss ein bisschen aufpassen. Der Journalismus ist ein bisschen in der Qualität, ich drücke es mal vorsichtig aus, stark vermindert in den letzten Jahren. Und daher würde ich, wenn noch mal jemand über mich schreiben dürfte, auch jetzt mittlerweile den Artikel gegenlesen. Mhm. Weil ich auch schon Sachen erlebt habe, wo irgendwas dargestellt worden ist, was nicht so war, wie es scheint. Mhm. Kleines Beispiel. Da war mal ein junger Redakteur hier von so einer Regionalzeitung da. Ganz netter, cooler Typ. Mit dem habe ich mich in Freiburg getroffen, haben wir noch einen Kaffee getrunken, haben die Reportage besprochen. Und da ging es darum, dass er einen Wochenkurs bei mir besucht, so ein Survival-Bushcraft-Training. Mhm. Ziemlich ruhig, sind immer coole Leute da, macht man viel mit Holz arbeiten wir da und machen schöne Sachen. Und dann kam der eine ganze Woche zu uns, hat alles mitbekommen und zwei der Teilnehmer, die jetzt bei dem Kurs teilgenommen haben, die hatten eine alte US Army Hose an. Mhm. Und das hatte den Grund, weil die mich
kurz bevor der Kurs stattfand, haben die mich angerufen, haben gesagt, hey Lars, kannst du uns gute Kleidung empfehlen? Da war es aber schon zu spät, war schon Samstagmittag oder so und die konnten ja nichts mehr bestellen, dass es dann montags für den Kurs geliefert wird. Und habe ich gesagt, kauft euch da einfach irgendwo im US-Shop zwei gebrauchte Ami-Hosen und dann ist gut. Das haben die gemacht, für 20 Euro so eine alte Hose gekauft und damit sind die dann zum Kurs erschienen. Mhm. So. In dem Zeitungsbericht stand dann danach drin, dass 12 Kursteilnehmer in voll militärischer Bekleidung zu Kursbeginn erschienen sind. Mhm. Und das entspricht nicht der Wahrheit. Denn es waren lediglich die beiden, die überhaupt militärische Teile an sich hatten. Der Rest war komplett zivil gekleidet, wie ich auch. Ja. Und weißt du, und das erweckt halt den Eindruck, dass wir da ein militärisches Wehrsportcamp verursachen oder abhalten. Das ist eine Falschdarstellung. Und da haben mich halt auch die Teilnehmer danach angerufen und haben gesagt, ey Lars, was ist denn da mit dem Reporter los? Ich meine, der hat doch gesehen, was wir machen, was wir tun und wie wir ticken. Und mein Hund kommt gerade, der will Streicheleinheiten. Das ist das Klackern, was er hier hört. Und er macht gerade komische Grimassen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, auf jeden Fall, Gira, geh ab. So, die Lady wackelt wieder ab. Ab. So. Ah. Ja, auf jeden Fall, bin ich seit dem Zeitpunkt vorsichtig und lese auch alles gegen, weil es einfach ja auch in die Hose gehen kann. Aber wie gesagt, das kommt ja immer auf den Mensch drauf an. Viele Leute, die jetzt irgendwie für Zeitung arbeiten, Reportagen schreiben, sind ja gut, machen ihren Job auch gut und daher passt es. Ja, wie überall gibt es die einen und die anderen. Genau, Licht und Schatten, wie überall. Genau, gehört alles dazu. Okay, lieber John. Also, wir haben jetzt eine Menge geredet. Wir haben ein bisschen überzogen. So lange haben wir gar nicht geplant zu sprechen, aber es war jetzt gerade so flüssig. Ja. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Wir sind auch hiermit am Ende dieser Folge angekommen. Wir freuen uns wieder auf euch. In 14 Tagen gibt es den nächsten Bush Talk mit John und Lars. Wenn ihr wollt, gebt uns ein Abo, gebt uns ein Feedback oder schreibt eine Bewertung. Ihr könnt das Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Music, Google Podcasts und so weiter hören. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Zeit. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, euch dabei zu haben. Ich hoffe, es war ein spannendes Zuhören zwischen zwei Freunden und Survival-Trainern. Ja, nächstes Mal haben wir schon was im Petto, was wir... Ja, nächste Folge wird es um... eigene Geschichten. Die eigenen Geschichten, die uns geformt haben, die uns ausmachen, weil jeder Mensch hat ja seine Erfahrungen und aus einigen Erfahrungen, die wir gemacht haben, möchten wir erzählen. Ich werde euch von meiner Zeit in einem Kloster, wo ich mal war in Asien. Ja, stimmt. Ja. Leute, das wird extrem spannend. Schaltet unbedingt zu. Entschuldigung, John, wenn ich das Wort abnehme. John in Gefahr, John im Kloster für Zeitraum X, jeden Tag die giftigen Skorpione weggekehrt, nach Essen gebettelt, wirklich kärglich gelebt, aber mehr verraten wir noch nicht. Ja. Und von mir gibt es auch die ein oder andere Story. Also, bis zum nächsten Mal. Leute, macht's gut. Danke, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.